Wer hätte gedacht, dass unser Büttel so enden würde? Naja, letzten Endes hat er es sich selbst zuzuschreiben. Ja. Okay, du? Jetzt, wo der Büttel tot ist, werde ich mich um sein Amt bemühen. Dann werde ich das Mysterium um seine Verschwörung mit aller Entschlossenheit aufklären. Okay, dann viel Spaß dabei. Ah, da seid ihr ja wieder. Da ihr unsere Geweihte gerettet und das Büttel und uns des Büttels entledigt habt, danke ich euch gleich zweifach. Danke, dass ihr unsere gute Moline sicher heimgebracht habt. Dafür, dass ihr uns den jetzigen Büttel vom Hals geschafft habt, schulden wir Morbrück euch großen Dank. Was kann ich für euch tun? Kann ich hier noch was fragen? Diese Talia sagt, sie sei wütend gewesen, weil ihr euch ungehörig benommen habt. Kann schon sein, dass ich mich für einen Moment etwas vergessen habe. Woher hätte ich denn nie wissen sollen, dass sie gleich so giftig wird? Jedenfalls tut es mir leid, wenn ich sie damit gekränkt haben sollte. Habt ihr sonst noch Fragen? Gut, noch mehr haben wir nicht von dir. Was noch? Ich will trinken und nicht reden. Danke für die Lokalrunde, aber nun geht's. Ein Hinweis, wie ich euch überzeugen kann? Hab keine Ahnung. Jedenfalls bin ich jetzt noch nicht überzeugt. Moment, das ist nicht richtig. Ihr habt Molinde zurückgeholt. Uneigennützig. Sowas macht nicht jeder Fremde. Na, dann hört gut zu. Doch vorher versprecht ihr mir halbe zu machen, wenn ihr Erfolg habt. Gut versprochen. Ich komme direkt zum Punkt. Will euch nicht mit Nichtigkeiten langweilen. Also, mein Urgroßvater hatte einst unglaubliches Glück und fand eine Schatzkarte. Sie soll zu jedem Reichtümern einer Diebesbande geführt haben, die vor Jahrzehnten in dieser Gegend sehr erfolgreich gewesen war. Ja, und weiter? Leider verschwand die Karte, bevor sich mein Großvater auf die Suche machen konnte. Mein Vater hat mir vor einiger Zeit auf dem Sterbebett gebeichtet, dass er sich als kleiner Junge die Karte unter den Nagel gerissen und daraus ein Piratenboot gebastelt hatte. Ziemlich ironisch. Oh ja, verdammt. All diese Jahre war die Karte immer im Haus und keiner hat sie gefunden. Mein Vater kümmerte sich nie um den Schatz. Er war nicht der Meinung, dass Geld eine nützliche Sache sei. Die Karte hat mich nun, doch werde ich nicht schlauer aus ihr. Kann er mich nicht lesen. Hättet ihr nicht Molinde die Karte zeigen können oder jemand anderen die lesen kann? Genau das nicht. Andern traue ich nicht. Molinde zwar schon, aber die war nicht davon begeistert, mir bei meinen Gaunereien zu helfen. Nun, wo soll da eine Gaunerei sein, wenn ein vergessener Schatz unter Leute gebracht wird? Statt Molinde wollten mir alle anderen helfen, den Büttel voran. Natürlich die Art von Hilfe, die einem nicht hilft. Dann gebt mir die Karte und wir entziffern sie gemeinsam. Ich habe die Karte nicht bei mir, ich verrate euch, wo ich sie versteckt habe. Ihr holt sie euch, ohne dass euch jemand folgt und versucht, aus ihr schlau zu werden. Wenn ihr den Schatz habt, kommt zu mir zurück und wir teilen ihn auf. Das hört sich nach einer sauberen Vereinbarung an. Wo ist die Karte versteckt? Ich konnte bei meiner Suche nach dem Schatz unter der Turmruine des Dorfes an der Nordküste eine Höhle ausfindig machen. Er ist mehr ein Unterstand als eine Höhle. Dort befinden sich einige Kisten, die alle nichts Wertvolles enthalten. Nur Vorräte für mich und meine Schatzsuche. In einer Ecke hinter einigen der Steine habe ich die Karte in einer Schnapsflasche gut versteckt. Es ist der trockenste Ort der Höhle. Zufällig würde bestimmt niemand die Karte finden. Außer er hat Durst hinter den Steinen, also ich mache mich auf die Suche. Gibt es noch etwas, das ich wissen muss? Nein, nichts weiter. Mir bleibt nur, euch Glück zu wünschen. Mhm. Ihr habt uns vom despotischen Büttel befreit und uns unsere Geweihte wiedergegeben. Ich danke euch vielmals. Bitte nehmt diese Kräuter als Zeichen meiner tiefen Dankbarkeit. Das wäre doch nicht nötig. Unfug, nehmt sie bitte. Wie kann ich euch helfen? Ja, Bogomil. Über Tote rede ich nicht so gerne, besonders nicht, wenn sie gerade erst gestorben sind. Selbst wenn sich die Toten als miese. Ich vergesse mich, bitte lass uns über etwas anderes reden. Ja, können wir dir nicht noch über Molinde befragen? Die gute Molinde, wenn es nach mir ginge, würde nur sie alleine als Mittel vom Moorbrück in Frage kommen. Sie alleine hält diesen Ort und auch den Verstand, ihn zu verwalten. Doch sie hat sich leider Bohren verschrieben. Dennoch schafft sie es immer wieder, sich um die Geschicke des Diesseins zu kümmern, was bei allen bisherigen Bütteln nicht der Fall war. Manchmal frage ich mich leise, ob wirklich Bohren ihr am nächsten steht. Sie ist etwas zu lebhaft, wenn ihr versteht, doch gerade das gefällt mir an ihr. Sie ist einer der ganz seltenen Lichtblicke in meinem Leben, vor allem als mein Mann vom Moor verschluckt wurde, war sie stets für mich da. Hoffentlich ist hier nichts geschehen und sie kommt bald wieder. Habt ihr noch etwas? Einen guten Abend wünsche ich. So. Oh, die Grabräuber sitzen jetzt auch hier rum. Da seid ihr.
Ihr sorgt für richtig Würgel. Boromir schickt ihr zu Boron und unsere Boron-Geweihte wieder zu uns. Ihr habt wirklich mehr. Ihr habt mehr bewirkt als alle zusammen in den letzten Jahren. Und meine Güte, als ich euch zum letzten Mal sah, habe ich mich schon auf einiges gefasst gemacht. Doch das hier übertrifft meine Erwartungen um einiges. Was kann ich sonst noch für euch tun? Ich würde gerne mehr über die Menschen hier im Dorf erfahren. Gerne. Über wen möchtet ihr mehr wissen? Oh, Trassstein und Kiesel. Auch wenn sich die beiden mit Grabräuberei über Wasser halten, so mag ich die beiden auch irgendwie. Was sollen sie auch anderes machen in einem so hoffnungslosen Ort wie diesen? Da sie die Gräber hier im Dorf in Ruhe lassen, kann sich fast jeder bis auf Molinde damit abfinden. Was kann ich sonst noch für euch tun? Ja, Moorbrücker Miliz. Mit der Dorfmiliz ist das so eine Sache. Einige von ihnen sind wirklich in Ordnung, wie Torfler und Morisch. Andere geht man lieber aus dem Weg, wie Petram und Salzstein. Sie haben eher den Willen des Büttels im Kopf als das Wohl der Würfler. Ja, haben wen kennen wir schon? Guten Abend wünsche ich. Na? Hat euch meine Geschichte gefallen? Ja. Gut, der hat nichts Neues zu erzählen. Mal gucken, was sagen die beiden. Seid doch froh, dass wir uns nicht mehr mit Untoten herumärgern müssen. Eine alte Schatzkarte. Die abgelegene Moore dienten zu Zeiten, als es Moorbrück noch besser ging und die Untoten nur vereinzelt auftraten, einigen Dämonen und Gaunern als Versteck für ihre Beute. Die zahlreichen Gruften lockten sie hierher und in manch einer gab es kostbare Grabeinlagen zu ergattern. Noch heute kann es passieren, dass einem eine Wegbeschreibung in die Hände fällt, auf der das Versteck erfolgreicher Raubzüge in rätselhaften Versen beschrieben wird. Doch es ist immer Vorsicht geboten, denn nicht jeder Schatz ist frei von Flüchen. Über Umwege habe ich im Moorbrück Kobler von einer alten Schatzkarte. Habe ich vom Moorbrücker Kober von einer alten Schatzkarte erfahren, die zu der Beute einer einst sehr erfolgreichen Räuberbande führen soll. Diese Karte befindet sich in einer Flasche, welche in einer kleinen Höhle unterhalb der Turmruine in der Nähe von Molindes Haus liegt. Kober ist schon ein vorsichtiger Kerl, doch so sehr würde ich ihn den Moorbrückern auch nicht vertrauen. Ja. Gut, reden wir mal mit den beiden. Ich bin fürs Bier zuständig und Kiesel fürs Geschwätz. Also, wenn ihr Fragen habt, dann bitte an ihn. Ich wollte nur mal nach euch schauen, nicht, dass ihr wieder schwach werdet. Da bohrt wohl gerne eine in der Wunde, was? Die Toten zu berauben war wirklich ein einträgliches Geschäft. Mehr zu hören als bei den Lebenden. Auch weniger schlimm, da die Toten für den Tand keine Verwendung mehr haben. Und die Untoten haben uns mehr als einmal zugesetzt. Da wurde es schon einige Male knapp. Vor einigen Tagen haben wir einen guten Handel abgeschlossen. Seitdem behelligten die wandelnden Toten und andere uns nicht mehr. Das Leben hätte so schön sein können, doch da kamt ihr und nun saufe ich mich selbst ins Grab. Aber keine Sorge, ihr habt uns mit eurer Großzügigkeit für einige Zeit vor der Armut bewahrt. Solange wird Käse sowieso stur bleiben, also wird's wohl vorerst nichts mit der leichten Beute. Gut zu hören, na dann Prost. Wie wäre es, wenn wir nach Ferdok gingen? Keine schlechte Idee. Dort sind bestimmt jede Menge reiche Schnösel beerdigt. Trassstein. Was? Das war ein Scherz. Aber kein Gutes. Sei froh, dass die Bohrengeweide das nicht gehört hat. Darf ich euch zu einem Bier einladen? Ich feiere mit Trassstein unseren Einstand in ein ehrliches Leben. Das heißt, ich feiere und er trauert. Oh, wie nett. Wieso habt ihr überhaupt mit der Grabräuberei angefangen? Ich habe diese Arbeit von Anfang an nicht gemocht. Doch was blieb mir anders übrig? Ursprünglich war ich Holzfäller. Die letzten guten Bäume sind gefällt und neue wachsen in dieser verfluchten Erde nicht mehr. Ich musste mir mein Brot auf andere Weise verdienen. Ich hatte mich stets schlecht dabei gefühlt, die Ruhe der Toten zu stören. Ich wollte eigentlich schon länger damit aufhören, aber so recht geeignet für einen anderen Beruf war ich auch nicht. Mal schauen, ob die Miliz mich aufnimmt. Nochmal vielen Dank für eure Hilfe. Ohne euch wäre mir ein Neuanfang womöglich nicht vergönnt gewesen. Sollte ich es einmal zu etwas bringen, werde ich eurem Beispiel folgen und anderen helfen. Freut mich zu hören. Ich wünsche euch viel Glück auf eurem neuen Weg. Gut, was ist jetzt mit dir? Da seid ihr ja wieder. Endlich scheint die Unplugenplage abgewendet. Begleite mich zu der Gruft, in der mein Fluch seinen Anfang nahm. Danach werde ich auch meinen Teil unserer Abmachung einlösen.
Ja, ich könnte sie nochmal nach der Geschichte fragen. Einmal in Kurzform, einmal in Langform. Und ich sage einfach, ich denke, ich werde euch helfen. Die Abmachung gilt. Also zeigt mir, wo besagte Gruft ist und ich geleite euch dorthin. Nur zu gerne. Lasst uns hier nicht länger weilen. So, sie ist jetzt, so wie es aussieht, als temporärer Charakter dabei. Borgrim sieht ein bisschen böse aus mit dem Rabenschnabel. So, das heißt, wir gehen jetzt erst einmal wieder unter Molindes Haus wegen dem Schatz. Und so wie es aussieht, hier die doppelt markierte Gruft. Aber wir können es ja auch einfach machen. Boltan-Trick. Geleitet Talia sicher durchs Moor. Talia ist nunmehr bereit, mich zur Gruft zu führen, wenn ich ihr helfe, dort ihren Fluch loszuwerden. Händigt sie mir den von Speckstein geraubten Schmuck aus. Genau. Wenn ich den Boltan-Trick aktiviere, genau, wird das grün. Jetzt aber erstmal kurz unter... unter dem Boron-Tempel. So, hier müsste... genau, die Schatzkarte sein. Ja, löse die Rätsel der um die Reime, also finde die Schatzkarte. Ich habe tatsächlich die Karte tatsächlich an der beschriebenen Stelle gefunden. Sie ist relativ unversehrt, doch leider scheint sie nicht komplett zu sein. Löse das Rätsel um die Reime. Auf der Karte gibt es weder eine Zeichnung noch einen Plan, nur einige Reime. Diese scheinen allerdings so etwas wie Ortsangaben zu sein. Jetzt muss ich nur herausfinden, welche Orte sie beschreiben und hoffen, dass das fehlende Stück der Karte nicht das Entscheidende ist. Der erste Reim. Folgende erste Zeilen stehen auf der Karte. Wo drei Schwerter eine Reihe bilden, folget nur dem Heft allein. Ganz gleich wie hoch das Hindernis, schnur gerade immer weiter. Beim vierten Damm verweilet, sein Wort soll euch Belehrung sein. Der zweite Abschnitt lautet wie folgender. Der Sinn liegt nicht im Offenbaren, doch die Bemerkung am Rande ist weise. Nun heißt es auf zu neuen Orten, wo Steinräder auf ihre Ergründung warten. Halbe sind ganze, das sollte beachtet sein, sonst endet sie schnell die Reise. Okay. Die Perlenschlange auf kahlem Stein windet sich in Giftgetränk. Sanft gestreichelt an rechter Stelle lächelt sie den Mutigen an. Der Tor hingegen, der sie berührt mit Tod, wird es beschenkt. Der untere Rand der Karte ist eingerissen. Es könnte nichts zu bedeuten haben, aber irgendwie werde ich das ungute Gefühl nicht los, dass mindestens ein vierter Reim fehlt. Ja. Oh, Erzmangel Rakorium wurde jetzt wieder aktiviert. Ja, ist die Frage. Sagen wir so, es gibt drei Tannen hier, aber ob man drei Tannen als drei Schwerter sehen kann. Ist die gute Frage.
Wie machen wir das jetzt am besten? Wir gehen erstmal hier rum. Machen die. Wir können hier über die Insel setzen und dann die machen. Ja.